Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Escape the Pacific mit eurem Gandalf und unserem Bernd. Das Boot habe ich soweit umgebaut. Heute geht's los. Ich verbringe nur noch die Nacht und ich war gerade so auf Materialtour und sehe da die ganzen Möwen. Dann schnappen wir uns mal irgendwie so ein. Also schleichen können wir nicht, aber vielleicht können wir irgendwie eine erwischen, wenn wir hier volle Granate hinrennen und direkt zuhacken. Was? Jetzt haben wir Fehler. Kann es sein, dass wir sie einmal zu viel getroffen haben? Jetzt haben wir Federn. Vier Federn. Und das Ding. Das ist ja geil. Möwenfelsen. Möwenfelsen. Liegen hier noch mehr Federn? Haben die vielleicht noch was fallen lassen? Federn, Federn, Federn. 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 Irgendwo Federn. Was? Ein Schildkrötennest. Ja, schlag mal mit der Faust dagegen. Ne. Das ist ja geil. Dann nimm die mal, steck die mal alle in die Tasche. Alle, alle. Ist ja cool, wie viel sind denn das? Geil. 11 Stück. 11 Stück. Auf jeden Fall kann ich mir jetzt 4 Pfeile bauen und die kommen schon wieder. Direkt nochmal hin. Zack. Hab ich jetzt. Wo ist er hin? Nein. Moment, das probieren wir aus. Wir gehen noch ein Stück weg. Sie setzen sich wieder hin. Okay. Hause. Nimm die mit. Das in die Tasche stecken, los. Schön. Möwenfelsen. Ja, okay, dann haben wir doch jetzt zwei Möwen. Ein paar Federn. Schildkröteneier. Das geht gut los. Da können wir uns jetzt einen Bogen und Pfeile bauen. Hallo. Ich habe gerade zwei Möwen. Du hast Glück. Okay, das ist ja geil. Wir müssen mal diesen Möwenfelsen mal überprüfen, ob der immer die Schildkröteneier da hat. Ist das auch ein Möwenfelsen? Nein. Gibt's hier Eier? Nee. Schade. Andererseits haben wir ja auch genug. Und wir haben ja diesen Topf gefunden. Denn jetzt können wir vielleicht die Eier abkochen. Aber okay, wir packen erstmal die Eier hier rein. Die Federn, die brauche ich auch nicht. Den kann man dem pökeln. Man kann ihn mit Sicherheit braten. Aber nimm das mal in die Hand und pack das mal da drauf. Das geht nicht. Okay, den Vogel kann ich da nicht drauf packen. Okay, den muss ich da drauf packen. Ach, das ist ja schade. Dann packe ich ihn hier hin. Wahrscheinlich wird er vergammeln. Wenn wir jetzt auf die andere Insel fahren. Da passt er nicht rein. Na gut. Dann packe ich ihn hier drüben rein. Aber erst schlafen wir. Damit wir morgen direkt los können. Dann muss er bestimmt noch was essen, trinken. Genau, so. Schlummern. Na gut, dann warte ich jetzt, bis es tagsüber ist, oder beziehungsweise morgen. Und dann fahren wir los. So, alles klar. Guten Morgen, liebe Welt. Okay. Dann die olle Möwe verstaut. Hier so rein.
In die kleine Truhe. In die Möwentruhe. Gut, dann nehmen wir uns den Kahn und schieben den ins Wasser. Drehen muss ich ihn noch, ja. Drehen müssen wir noch. Oh, geht schneller als zu lenken. So. Hervorragend. Drehen, 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 drehen. Okay, so. Hervorragend. So, darüber wollen wir, genau. Zack, Rinderding. Kann das sein, dass das noch nicht ganz langt? Vielleicht so? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Komme ich denn jetzt hier hoch? Mit Rucksack gar nicht, oder wie? Schwimmen hoch, Bernd. Immer schön hochschwimmen. Und jetzt irgendwie hier hochklettern. Geht gut los. Okay. Das ab. Das ab. Und das ab. Und das. Wir machen hier keine Experimente mehr, wenn es um Schwimmen geht. Aber dann können wir das ohne Rucksack gleich probieren. Er schwimmt ja her. Und wie schwimmt. Und wie kommt er jetzt hier hoch? Aufsteigen. Ja, okay. Was denn jetzt? Gesundheit gesunken. Wo ist er denn? Ist er auf diesen Seestern gesprungen oder was? Oh. So, komm mal mit, ja. So. Genau, jetzt setzt das mal alles wieder auf. Eins, zwei und in die Hand und ein Gürtel und so genau. Den Hammer aber hierher, Axt hierher und das. Ja, pack Rucksack. So, hepp. Genau, hier hoch. Und los. Mama Anja, das Sportgerät. Wind kommt von. Auf und runter, nein. Dreh doch mal bitte die Segel. Ja, hoch und runter, super, aber jetzt muss er mal. So. Genau. Und hängt da irgendwo fest? Nein, Wind kommt von vorn. Dreh die mal. Aber Wind kann doch gar nicht von vorn kommen. Kommt doch von der Seite. Was sagt das Windfähnchen? Ich sehe es nicht. Bin still. Da ist das Windfähnchen. Das Windfähnchen sagt. Oh, nee, bitte, echt jetzt. Aber jetzt geht's doch. Hallo, Windfähnchen? Willst du mich verklapsen? Okay, naja, auf jeden Fall darüber. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns drüben. So, gleich sind wir da. Hier liegt ein Schiff. Vielleicht ist es das mit dem Sextanten. Schauen wir mal. Jetzt habe ich überlegt, okay, wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Grundmodule unseres Rafts begrenzt ist, dann muss ich das da hinten links und rechts mit dem Ruder auch wegmachen, die hier in die Mitte packen. Denn nur auf diesen Grundmodulen haben wir gesehen, können wir es auch festbinden. Das heißt, das Bett müsste dann da rein. Das Feuer muss ja auch auf so ein Grundmodul, haben wir ja gesehen, dass es hier nicht hält. Kurz mal hier ein bisschen nachkorrigieren, so. Und dann müssen wir echt mal sehen, die Stellen, wo nichts angebunden wird oder wo nichts steht, die können wir dann aus solchen Teilen bauen und die anderen eben aus solchen Grundmodulen vom Boot. Und dann ist vielleicht noch die Überlegung, wenn das funktioniert, hier außenrum eben überall diese zu machen. Vielleicht. Auf zwei Etagen möchte ich trotzdem bauen. Einfach weil ich es kann. Jo. Und jo, jetzt holen wir erstmal, jetzt landen wir hier erstmal ganz entspannt. Holen erstmal die Karte raus und den Kompass und schauen erstmal, wo wir sind.
Und ob wir noch was anderes entdecken. So, Bernd, alles klar. Hast du fein gemacht. So, hier runter. Papp. Genau. Wunderbar. Und zieh das Ding mal an Land. So. Okay, ich weiß noch nicht. Ein bisschen weiter vielleicht. Nicht, dass es weg ist. Okay, Karte, Kompass und Attacke. Gibt's hier irgendetwas? Wir sind jetzt auf H, okay. Das ist unsere Starterinsel. Da drüben ist E. E haben wir schon. Okay. Das ist B, verstanden. Dann haben wir so eine Kiste, genau, die bringen wir zu der anderen. Hab gar nicht gesehen. Haben wir zwei, gut. Können wir aufs Boot verladen? Was haben wir hier? Ein Stein. Aha. Kokosnüsse, okay. Muscheln. Ein Baum, ein Stein, ein Stock. So gut, noch ein zweites Wasserfass. Wie geil, bitte. Zwei Wasserfässer. Wenn jetzt Regen kommt, wäre das ziemlich gut. So. Das ist C. Das hat er alles schon. Ja. Okay. Gut, hier liegt noch einer. Überall Typen rum. So, okay. Was haben wir hier drin? Noch ein Zettel. Oh, nehmen wir den in die Hand. Und lesen. Meine Reise endet hier. Ja. Hätte ich die sehr nahe Inselgruppe in Richtung Südosten nicht verlassen? Inselgruppe Südosten heißt das. Im Südosten gibt es noch eine neue Inselgruppe? Die da wahrscheinlich. C. Zu C müssen wir auch noch. Das stimmt, da waren wir noch nicht. Na Jungs. Hey Buddy. Ja. Okay. Dann. Gut, liegt hier irgendwas? Nein, nein, nein. Stein, ja, dann müssen wir als nächstes dann dahin quasi. Wie immer könnte uns maximal Hunger, Pipi, Kalt, Durst in die Quere kommen. Obwohl zu essen hätten wir genug, aber schlafen. Ja, man könnte sich ein Bett herstellen. Mache ich vielleicht auch, aber erstmal müssen wir schauen, haben wir hier noch irgendetwas am Strand liegen? Eine Unterkunft. Die können wir in die Tasche stecken. Können wir das Ding benutzen? Gras trimmen, ausruhen, setzen. Kann ich mich ausruhen? Kann ich hier an dem Ding pennen? Ausruhen. Moment, wo ist es denn? Hitbox ist ja sehr klein. Ausruhen. Nee, da liegt am Gras. Okay. Schade. So, da haben wir das Gras. Ich glaube, diese Sichel oder diese kleine Sense, die habe ich, glaube ich, noch einstecken. Also in irgendeine Kiste. Lagerfeuer, sehr sympathisch. Auf jeder Insel Lagerfeuer. Okay. Okay, dann bring den Kahn mal hier rüber. Und noch ein Stück. Oh, noch ein kleines Stück. So, richtig auf Land. Ein bisschen bauen können. Okay. Dann holen wir mal das ganze Zeug ran. Wir können schon mal ein so ein Grundmodul anzeichnen. So. Wo ist es denn? Crafting, Boote, genau. Das hier. Und wir brauchen. Naja, wir können ja mal zwei anzeichnen. Wir wissen ja quasi noch nicht, ob das wirklich eine Maximalanzahl gibt. Das werden wir gleich sehen.
Aber wir holen jetzt die Kisten. Und dann tauchen wir mal hier runter. Ja. Den bringe ich noch weg. Ja, genau. Gucken, wir haben auf dieser Insel im Grunde auch alles. Gut, dann hole ich jetzt alle Kisten. Und ihr seht das dann im Schnelldurchlauf. So, alles klar. Jetzt haben wir die vier geholt. Jetzt hole ich mal noch zwei, drei Baumstämme. So, alles klar, haben wir das. Gut, dann besorgen wir uns mal. Ne, den Zettel, den kannst du mal hier wegpacken. Und die Laterne, die packst du auch mal weg. Und dann gehen wir tauchen. Vorausgesetzt schon hell genug. So, pack das mal mit hier rein. Und das. Den Rest werfen wir sowieso ab. Okay. Okay. Bin immer noch auf der Suche nach einer grünen Kokosnuss. Hanf. Wie Hanf? Hanf? Zum lustig werden oder Hanf? Was kann man denn mit Hanf machen? Moment, ich glaube, man konnte damit ein Seil herstellen. Das geht nicht mit der Axt. Nee. Hanf. Ja, machen wir den Busch weg hier. Aber den kannst du doch jetzt von der Axt wegmachen. Mach das doch mal. Mach das doch mal. Wo hat er denn seine Axt? Machen wir den Busch weg. So, und da ist ein Hanfstamm. Hanfstamm. Hanf. Hanf. Kleines Seil Hanf. Ja. Leg mal hin. So. Geil. Steck ein. Haben wir noch mehr davon? Okay. Aber wir gehen erstmal tauchen. Mal schauen, wie viel Hanf es noch gibt. So, wir gehen tauchen. Da ist es. Genau. Hanf. Ob es das auf der anderen Insel auch schon? Ich weiß es nicht. Gut. Dann legen wir mal das Zeug hier so hin. Das kann raus. Das kann raus. Das kannst du abwerfen. Ja, das Hanfseil kannst du auch abwerfen. Alles bis aufs Messer. So, die Frage bleibt dennoch bestehen. Was mache ich, wenn ein Hai kommt? Wegschwimmen? Das wäre ambitioniert. Ob es was hilft, weiß ich nicht. So, und jetzt achten wir mal auf die Ausdauer. Muss ja irgendwie möglich sein, außer wenn er permanent in den Himmel guckt, dass wir hier irgendwie. Ja, wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich nicht, ob ein Hai kommt. Pest oder Cholera? Naja, schwimmen wir es mal hin. Ich schwimme es mal so hin, genau, dass wir Ausdauer haben. So, jetzt können wir mal einen Blick unter Wasser riskieren. So, okay. Ja. Gibt's hier irgendwo was? Ja, nochmal entspannt Luft holen. Und hinein! So. Du darfst gerne ein bisschen schneller tauchen, Bernd. So, da haben wir nichts. Kanone, Kanone, Kanone. Kleine Kiste. Jetzt hat er sie aufgenommen. Da kann er doch wieder nicht schwimmen. Oh.
Ja, tauch mal auf. Jetzt ist er durstig, ja. Mach mal den Mund auf, da kommt genug Wasser rein. So, los, Luft holen. Warum dauert das so lange mit der Ausdauer? So, was haben wir hier? Tagebuch sagt Kiste. Ja. Und los. So, wo hat er sie denn jetzt abgeworfen? Er hat sie doch nur fallen lassen. Wo ist sie hin? Hier, öffnen. Noch eine zweite Axt. Da kann er wieder nicht auftauchen, oder? Doch wieder zu schwer. Naja. Das ist echt, also das ist echt. Vielleicht muss ich mir so ein kleines Kanu bauen. Oh, hallo. Ist ja lebensgefährlich hier. So, immer schön mit den Köpfchen über Wasser. Haben wir eine zweite Axt, okay. Fein, fein. Das könnten wir natürlich mal ausprobieren. Wir haben jetzt natürlich kein Paddel. Die Überlegung war, öffnen. Pack das mal hier rein. Die Überlegung ist, ob wir das jetzt hier machen, glaube ich eher weniger, aber beim nächsten Schiff vielleicht. Wir können doch hier so ein Kanu bauen. Dicker Ast, Hammer. Dass wir dann da hinschwimmen und da drauf. Weiß zwar noch nicht so richtig, was mir das bringen soll, aber jetzt muss ich ja 10-mal da hin und her schwimmen. Er hat Hunger, er hat Durst, irgendwas. Okay, wenn ich mit dem Boot direkt hierher schwimme, da könnte ich immer auf und Luft holen. Aber ich kann den Rucksack quasi nicht wirklich irgendwie verstauen auf dem Boot. Bei ein bisschen Wellengang habe ich Angst, dass er runterfällt, könnte ich neu herstellen. Nur das Zeugs, was dann da drin ist, das müsste ich dann ja trotzdem irgendwie hochholen. Ja, beeil dich mal, Bernd. Du bist hier nicht unbedingt der Ober. Taucher. So, mach auf das Ding. Das nehmen wir in die Hand. Das pack ein. Das auch. Und hoch mit dir. Den Rest hole ich dann offscreen. Wir haben ja jetzt gesehen, was drin ist. Aber bevor wir jetzt nochmal hin und her tauchen. Und 20 Minuten nur mit Tauchen verbringen. Warum hat er denn jetzt einen riesen Pulsschlag? Ist doch alles in Ordnung. Halt durch. So, alles klar. Öffnen oder einstecken, je nachdem. Das und das und das und das. Alles klar. Den Rest mache ich offscreen. Ist nicht so schlimm. So, wie viel gibt denn das? Hunger 50. Na, das geht noch ein bisschen. Das kannst du hier reinpacken. Das auch. Das hier erstmal wieder sortieren. Alles klar. Gut. Dann. Ja, muss ich so nochmal runter. Dann Schiffsumbau. Brauchen wir jetzt lange Stöcke, beziehungsweise dicke. Ja, hau mal rein hier. Durstig und ihm ist kalt. Oder zu tief getaucht ist, oder wie? Dicker Ast. Pack das mal hier rein. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie da rein gezirkelt kriegen. So. Da stehen überall. Steht schon überall was. Gut, dann muss eben der nochmal weg. Genau, dann muss der nochmal weg. Den können wir ja
hier herlegen. Der hat ja gar nicht mehr so viel, ne? Wenn wir jetzt hier drauf. Noch einen. Da kann ich noch direkt kaputt machen. Nicht, dass die Bude mir dann zusammenstürzt, wenn irgendwie der erste Sturm losbricht. So, und jetzt nimm mal den Hammer und passt das jetzt hier rein. Nein, es hängt da irgendwo fest. So. Passt das jetzt hier rein? Jo, das passt rein. Okay. Jetzt müssten wir theoretisch in. Naja, nicht in die Ecken, aber. Ich sag mal, dann könnte hier schon mal das Bett stehen. Das daneben hier. Vielleicht noch das Feuer. Und dann von mir aus hier irgendwie so. Kisten, Wassergedöns und irgendwas alles. Und dann den Rest könnten wir ja dann tatsächlich zumachen. Würde aber bedeuten, dass wir. Das haben wir doch auch schon zugebaut, nicht? Hier würde noch eins reinpassen. Aber hier, die zwei, das wären hier die Durchgänge. Das wollte ich eigentlich so lassen, ne? Ja. Schwierige Entscheidung gerade, aber. Das ist der Rahmen. So, was sagt er denn jetzt hier? Ist das falsche Weghacke? Booster Fundamentrahmen. Ja. Mal sehen, ob wir den richtigen erwischen. Wir gleich sehen. Mach das mal weg. Okay, das war der richtige. Passt. So, leg das mal hier beiseite. Wie viel hat denn der? Dicker Ast. Und der hat noch wie viel? Eins. Und die Kleinen, die haben noch volle Energie. Okay, die haben noch volle HP. Passt. Also bauen wir das nächste Modul hier rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. Wie viele Palmen haben wir da? Haben wir da grüne, irgendwo grüne Kokosnüsse dran? Die kannst du einstecken. Wunderbar. Und die auch. Haben wir irgendwo grüne Kokosnüsse? Die Banane steckt quasi da drin. Okay. Grüne Kokosnuss. Da ist überall nichts. Bananenblätter. Ja, die nehmen wir mit. Ja, eins, zwei, drei. Die packen wir auch noch rein. Dann können wir das letzte Segel dann auch noch aus Bananenblättern machen. Ne, reinlegen, Bernd. Nicht mitnehmen. Oh, das hier rein, genau. Und das. Okay, jetzt musste ich immer so drüber hopsen. Okay, das muss ein bisschen weiter raus oder es geht nicht. Das ist schon mal. Das ist blöd. So, die. Nein, rein damit. So. Rein. So ist fein. Genau. Alles klar. Kriegt ihr ein Sternchen. Das hier rein. Ach, da haben wir noch einen Hanf. Wo haben wir den denn her? Nicht egal, wo wir den her. Hä? War der in irgendeiner Kiste drin? Ich habe doch noch nie Hanf gefunden. Das war das erste Mal, sonst hätte ich ja nicht geschaut, wie so ein. Moment. Crafting. Das mal so her. Wer in der Kiste drin? So, okay. Grüne Kokosnüsse. Da waren keine. Da waren Bananen. So, wo haben wir denn? Da ist das Zelt gewesen. Okay. Bananenblätter, die hole ich alle noch. Ist ja auch keine grüne Kokosnuss? Doch grüne Kokosnüsse geben. Da gibt es gar nicht so viel Palmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja. Okay.
Die Kisten nehmen wir mit. Das heißt, ich muss vier große Seile bauen. Oh. Da muss ein alter Mann viele Kokosnüsse knacken für. Aber gut. Na gut, dann ist das so. Nimm mal die Axt in die Hand, bitte. So, das hier drauf. Oder ich baue mir gleich ein Bett aus Bananen. Da können wir hier schlafen. Feuer haben wir. Was zu essen haben wir? Ja. Krabben können wir fangen. Ich glaube, ja. Einfaches Grasbett. Ja, komm. Wir können sie ja jetzt festschnallen, passt schon. Langer Stock haben wir da. So. Genau. Noch einen. Kurze Stöcke kriegen wir irgendwo überall her. Bananenblätter haben wir gerade verstaut und es gab noch mehr. So, dann brauche ich zwar noch ein großes Seil. Aber nicht so schlimm. Kleiner Stock. Kleiner Stock. Das Ding gibt doch bestimmt einen kleinen Stock. So. Genau, kleiner Stock. So. Wunderbar. Jawohl. Das ist auf jeden Fall das Erste, was wir machen. Das Ding festmachen. Pack den Hammer mal weg. Hammer wegpacken, genau, so. Das packen wir als Erstes dahin. Stell's aber hierher. Nicht, dass wir dann wieder dieses andere Floßmodul erstmal nicht hereinbekommen. Gut. Dann würde ich sagen. Ja. Ich baue noch ein, zwei, drei von diesen Floßmodulen, vielleicht auch vier, mal schauen. Fang dann an, die Seile herzustellen. So dass wir hier morgen direkt weitermachen können und gegebenenfalls auf diese Inselgruppe da hinten, der Zettel von der Leiche hingezeigt hat. Dieses, wo ist es hin? Darüber, dass wir irgendwie darüber schippern und uns das mal anschauen. Dann hole ich das ganze Zeug noch hier, was da unten lag. Naja, sammle noch die Kokosnüsse auf und so weiter und so fort. Also ein bisschen Fleißarbeit quasi. Und dann würde ich sagen, ja. Dann, ich freue mich auf morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.